Ein Nierentumorpatient, der vor der Kamera nicht erkannt werden will, bespricht sich vor der anstehenden OP ein letztes Mal mit Oberarzt Dr. Yassin Kassab. Ein Zufallsbefund brachte den Tumor ans Tageslicht. Da ich immer Rückenbeschwerden habe und habe gefragt, ob man mir mal durchchecken könnte. Und dann wurde ich auch zum MRT, CT geschickt. Und da hat man dann eben meine linke Niere als schlecht befunden. Naja, das beunruhigt einen schon. Also da doch meine erste OP wird, also ist schon anstrengend. Im Vorgespräch wird der Betroffene noch einmal komplett untersucht und vom behandelnden Arzt über alle Risiken aufgeklärt. Die Computertomographie zeigt deutlich, dass der Tumor ins Nierenbecken drückt und daher die Niere komplett entfernt werden muss. Das passiert laparoskopisch mit der sogenannten Schlüssellochtechnik. Eine Niere kann man immer sagen, mit einer Niere kann mehr als 100 Jahre leben. Aber das muss man natürlich darauf achten, dass der Patient nur eine Niere hat. Das heißt, der Patient muss sich kümmern um seine Niere. Das heißt, von seiner Seite, da soll er genug trinken, um die Niere funktionstüchtig zu halten. Und auch, da muss man auch achten auf die Medikamente, die normalerweise manchmal für andere Erkrankungen da nimmt, weil manche Medikamente sind schädlich für die Nierenfunktion, für die Nierenparenchym. Und das muss man deswegen sagen, okay, wir müssen aufpassen und immer wieder die Nierenwerte kontrollieren. Oberarzt Dr. Yassin Kassab betreut den Patienten von Anfang an. Er stellte die Diagnose, führt die Operation durch und begleitet auch die Nachsorge. Wir sind ja in der glücklichen Lage, wie Sie wissen, dass wir auch eine Praxis in unserem medizinischen Versorgungszentrum haben. Und deswegen ist es uns möglich, den Patienten zu sehen, zu diagnostizieren, zu operieren, auch nachzusorgen. Das heißt, er wird bei seinem Operateur in die Nachsorge gehen. Das ist von einem großen Vorteil. Denn Patienten brauchen eine enge Beziehung zu ihrem Arzt, die auf Vertrauen basiert. Und die Patienten schätzen es sehr, wenn sie immer den gleichen Arzt haben. Ein Qualitätskriterium für eine gute, individuelle Tumorbehandlung ist heute, dass Experten verschiedener Fachrichtungen einen Fall diskutieren und ihr Wissen beitragen. In den großen Krebszentren und allen Universitätskliniken ist eine Tumorkonferenz die gängige Praxis. Auch das Schweder Krankenhaus steht dem in nichts nach. Und wir machen das hier auch seit einiger Zeit mit steigender Frequenz. Und zwar ist es ja so, dass wir mit internistischen Onkologen zusammenarbeiten, mit Strahlentherapeuten zusammenarbeiten, Pathologen und alle operativen Fachdisziplinen sind da und können dann dazu beitragen, dass der Patient eine maßgeschneiderte und optimale Therapie erhält. Strahlentherapeuten aus Eberswalde und Pathologen aus Greifswald sind dank der modernen Kommunikationswege zur Tumorkonferenz zugeschaltet. In der Regel werden die Befunde von 15 bis 20 Patienten fachübergreifend besprochen. Der Patient mit der Diagnose Nierentumor war übrigens nicht dabei. Die OP ist gut verlaufen und es zeigte sich, dass es sich um kein Krebsgeschwür handelt. Das heißt, der gutartige Tumor hat keine Metastasen gesetzt. Mit der Entfernung der befallenen Niere gilt der Patient als geheilt.